Das hier ist jetzt mal eine ganz andere Angelegenheit und sicherlich nicht etwas, das man mit meinem YouTube-Kanal assoziieren würde. Auspack-Videos. Das ist wirklich nicht mein Ding. Aber ab und zu, vielleicht alle paar Jahre, gelingt es mir, etwas zu erwerben, was ein wenig jenseits meiner Einkommensdimensionen liegt. Und da wollte ich es mir dann nicht nehmen lassen, das mal so festzuhalten. Auch wenn ich mir dabei im Gegensatz zum Rest der Online-Gemeinde ein bisschen albern vorkomme. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Nehmen wir das Messer und machen die Kiste auf. So, gut verpackt ist das schon mal. Das ist übrigens eine Zusendung von Walt's Comic Shop in Berlin. Das fand ich ja schon mal ganz toll, weil ich dieselbe Geschichte nur ein paar Tage vorher woanders bestellt hatte. Ich sag lieber gar nicht wo. Und das kam dann in einem erbärmlichen Zustand an und da habe ich dann gleich zurückgeschickt. Und Walt's Comic Shop hat es sozusagen auf sich genommen, meinen Glauben an die Menschheit wieder ein wenig herzustellen. Und jetzt bin ich gespannt, wann du, mein lieber Zuschauer, feststellen kannst, ab welchem Punkt du feststellen kannst, was ich da eigentlich auspacke. Das Ding wiegt ungefähr 12 Kilo, glaube ich. Musst du das jetzt die Treppe hier hochschleppen? Aber es besteht ja kein Zweifel daran, dass das eine Art zentrales Juwel meiner Comics-Sammlung sein wird. So, jetzt probieren wir das mal aus der Kiste zu heben. So, herrlich. Sehr professionell verpackt. Ich hatte das ja eigentlich über eBay ausfindig gemacht, aber vorher die Verkäufer kontaktiert. Die haben mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass die ja auch eine eigene Verkaufswebseite, also Shop-Webseite haben und dass es aus allerlei Gründen mehr Sinn macht, es dort direkt zu bestellen. Was ich dann auch getan habe, das ist grundsätzlich das Thema bei eBay, dass es sich lohnt, auch mal nachzugucken, ob das jetzt ein einzelner Verkäufer ist oder ob das eigentlich ein Shop ist. Denn ich glaube, viele der Shops lohnt sich eBay auch immer weniger und das ist doch nett, wenn ich da mal was richtig machen kann. Tja, also da das hier kann ich schon mal alles rausziehen. Die nächste Kiste. So ein Mangel an Spannung besteht da nicht. Eine kleine Nachricht. Das nenne ich mal gut verpackt, ne? Ja, sehen müssen, wie abscheulich meine erste Bestellung war, was Verpackung betrifft. So, jetzt muss man schon vorsichtig verfahren, weil nachdem wir 3 Zwiebelschalen entfernt haben, dürfte da schon bald, wow,
am besten verpackten Kisten, die ich hier gesehen habe. Wow. Okay, also wir sind nahe dran. So, dann machen wir jetzt mal hier ganz sachte. Wir würden ja nicht irgendeinen schrägen Unachtsamkeitsfehler mit einem Teppichschneider in der Hand vor laufender Kamera passieren lassen, ne? Das wäre gar nicht so lustig. Okay, jetzt lege ich das mal hier. Okay. Das ist mal ein Top-Zustand. Es ist ja auch viel geklagt worden, dass gemessen daran, dass die Bücher extrem schwer sind, dass der Karton sehr schnell anfängt zu reißen, wenn man damit nicht gut umgeht. Aber bei mir ist das so eher der Fall, dass die Dinge sehr schön und ruhig aufgehoben sind, irgendwo in Regalen etc. Aber gerade beim Transport kann da wahrscheinlich einiges kaputt gehen. Ja, Love and Rockets, The First 50, Los Bros Hernandez, inklusive eines extra Buchs hier, das sich sozusagen nur mit den Künstlern und ihrer Biografie und aller möglicher so Paraphernalia aus ihrem Schaffen beschäftigt. Und coole Sache. Ich würde natürlich mal jetzt ein paar von den Büchern hier auch mal rausnehmen. So. Das ist ja alles in Schwarz-Weiß mit teilweise tollen farbigen Covern und allen möglichen so Posterart mittendrin. Wir schauen uns jetzt natürlich mal die berühmte Ausgabe 1, die ja sichtlich legendär ist und grundsätzlich stellen ja die Hernandez-Brüder einen ungeheuerlichen Einfluss auf wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende Comiczeichner, die nach ihnen kamen. Ja, das wird mich jetzt sicherlich 3-4 Monate beschäftigen. Und wenn ich das alles durch habe, werde ich natürlich vielleicht mal das eine oder andere Video zum Thema machen. Das ist auf jeden Fall das Aufleben einer großartigen Comics-Ära aus den 80er Jahren. Und eine der besten Sachen, die ich so aus Amerika kenne. Ich war ja jetzt nie so ein eifriger Fan der Superhelden-Comics. Und wenn man bei den Amerikanern erstmal auf Marvel und DC verzichtet, dann wird es schon mal ganz, also auf jeden Fall deutlich kleiner und dünner, das Spielfeld, das man dabei ackern kann. Und da ist, glaube ich, Love and Rockets natürlich ein gigantisches Monument, ein Monolith inmitten der amerikanischen Comics-Kultur. Und es ist ja dann auch interessant, so ein bisschen zu studieren, wie sehr diese drei Brüder ihre unterschiedlichen Herangehensweisen in einer gemeinsamen Produktion verwirklicht haben. Kann ich von solchen Frauendarstellungen gar nicht genug kriegen. Das ist einfach nur großartig. Und natürlich so herrlich viel Zeitgeist dabei und viele Dinge, die wahrscheinlich ein wenig auch Nostalgie evozieren.
Das moderne Stichwort hierbei lautet wahrscheinlich Anemoia, denn letztendlich ist das ja auch ein bisschen eine fremde Kultur für mich, weil ich ja nie wirklich darin aufgewachsen bin. Das hier ist das farbige Motiv zu dem, was sie auf die Rücken drauf projiziert haben. Das gehört eigentlich so in die Mitte. Tja, also das war jetzt mein Auspackvideo. Und jetzt kommt das alles wieder zusammen. Ich kann ja vielleicht nochmal kurz diesen letzten Band hier zeigen. Der beschäftigt sich ja dann eben mit den biografischen Themen und mit Interviews und grundsätzliche. Man darf ja auch nicht vergessen, diese drei Brüder waren so die ersten richtigen Superstars des amerikanischen Comics, finde ich. Also im Sinne dessen, dass sie wussten, wie man sich auch ein bisschen öffentlich wirksam verkauft. Bis dahin gab es all diese großen, großartigen Namen aus der Marvel-Welt, sagen wir mal. Jack Kirby und Co., Steve Ditko. Aber das waren ja alles letztendlich so eine Art anzugtragende Angestellte in irgendwelchen zu dicht gedrängten Gemeinschaftsbüros, die einfach Comics gezeichnet haben und sich wenig Gedanken über ihr Image oder über ihr Auftreten als öffentliche Künstler machten. Das hat dann letztendlich im Nachhinein alles die Fanbase geformt und definiert. Das hier war dann anders. Das hier waren drei so richtige freche Superstars, die einfach wussten, wie man sich in Szene setzt. Und das macht die natürlich auch interessant. So, in diesem Sinne werde ich jetzt die Kamera ausmachen und heute vielleicht schon mal ein wenig Love and Rockets lesen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.